Und boah. Ach du Scheiße. Was war denn das, ey? Hallo und herzlich willkommen hier bei Jack 1477. Ich habe mir eine neue Mod rausgesucht, weil die alte nicht mehr funktioniert hat. Und ich hätte sonst gerne mit euch noch ein paar Jumps und was weiß ich nicht gemacht. Aber die ging nicht mehr. Jetzt habe ich mir eine K-Jump Arena andere App ausgesucht. Und ich habe mir hier eine Rampe ausgesucht. Ich fand das total interessant. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch an. Aber wir suchen uns erstmal ein cooles Auto aus. Und ich habe mir überlegt, erstmal nehmen wir das schnellste Ding, was wir haben. Wirklich das allerschnellste. Und hier gibt es doch diesen Chivetta Bolide als GDR. Damit sollte nichts schief gehen. Motoren sollten auch warm sein. Die Einstellung war auf jeden Fall... Oh, die Einstellung war da. Und ihr hört, wie böse er sich ja schon anhört. Ja, ich fahre zurück. Oh, Leute. Alter, hört ihr das? Und, wie ihr sehen könnt, das ist verdammt hoch. Und? Nee, halt. Ich will noch nicht. Ich will erstmal gucken. Oh. Alter. Kann ich hier ohne Gefahr runterfahren? Ja. Das ist wirklich so. Okay, ohne Gefahr. So, dann geht das jetzt los. Pass auf. So. Jetzt Vollgas. Jetzt gucken wir, was passiert. Ich bin gespannt. Alter, geht das Ding ab? Oh nein! Das war gar nicht mein Plan. Ah, den kann ich nicht halten, ne? Ne, müssen wir nochmal. Okay, ich weiß. Ihr habt es gesehen, Alter. Na, Achtung, wir werden jetzt nicht. Alter, das Ding geht so ab. So. Ich mach jetzt langsamer. Okay, Achtung. Und ab jetzt. Alter, ey. Ich würde gerne was sehen. Alter, guckt euch das an, ey. Und ab geht das. Eieiei. Oh, der kommt schon schief. Ah, schade. Oh. Guckt euch das an, Alter. Aber bremsen müsste er noch können. Motor hatte zu wenig Öl. Oh, wartet. Ich glaube, ich kann ihn bremsen. Ich bin. Ja, ich kann ihn bremsen. Eieiei. Aber der sieht noch Farbe aus, oder? Ah, nee, Reifen. Oh, er ist gestorben. Oder? Geht doch eigentlich noch. Den Reifen hat es zerstört. Aber ich denke. Komm, wir versuchen ihn wieder hochzufahren. Wird zwar, glaube ich, schwer. Ah, das blöde Reifen ist ziemlich kaputt, muss ich sagen. Oh oh. Komm nicht drehen, mein Kleiner. Ich hab's gesehen. Krieg ihn da nicht hoch. Schade. Alter, das sieht geil aus. Guckt euch das an. Ja, das Auto wollte im Vordergrund stehen. Ups. Okay. Leider hat uns das Auto etwas enttäuscht, würde ich mal sagen. Dann hätte ich gerne hier den als... Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Als Rallye. Alter, das könnte geil werden. Wenn wir Glück haben, kommt er unbeschadet runter. Aber man weiß ja nie. Ui, der hat Bock. Habt ihr das gesehen? Okay, auf geht's. Ja, ein bisschen vorsichtig runter hier. Und jetzt. Ja. Besser. Okay. Ja. Könnt sehen. Stabile Sache, Leute. Oh, Ventiltrieb ist beschädigt. Aber... Oh, Motor ist kaputt. Was machen wir jetzt? Der Motor hat sich erledigt.
Chance mehr. Keine Chance mehr. Otto hat sich zerstört. Ich dachte jetzt echt, der ist stabiler. Das heißt, eigentlich bräuchten wir doch denn richtig fetten V8. Die Dreckdinger sind schrottig. Hier, den Night Snake nehmen wir dann. Schade, ey. Schade, dass der kaputt gegangen ist. Oh, er hat Bock. Habt ihr gehört? Okay. Ihn müssen wir langsam anfahren. Ihr habt es gesehen. Mal sehen. Achtung. Und runter geht's hier. Ja? Ja, wunderbar. Alter. Ah, nein, schade. Schade. Er kommt sehr, sehr blöd auf. Er ist schwer vorne. Der V8 ist nicht immer alles. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh. Alter Vater. Also Kühler schon mal Fritte. Macht den Motor aus. Wir wollen gucken, ob er danach noch läuft. Alter. Alter, guckt euch das an. Also Lenkung brauchen wir nicht von reden. Die ist definitiv Quatsch. Die Bremse natürlich. Aber Motor stabil, der müsste eigentlich noch laufen. Ey, Motor ist gar nicht erst ausgegangen. Okay. Oh, er hängt in der Wand drin. Scheiße. Kriegen wir ihn raus? Ah ja, okay. Das ist eine, ich tu nur so Wand. Alles klar. Ich würde jetzt gerne noch weiter mit dem Ding fahren, aber... Wie wir oben angekommen sind, ist der Wagen kaputt. Weil der Kühler ist in Arsch. Aber komm, wir fahren ihn jetzt so lange, bis der Kühler Matsch ist. Bisschen gerade kannst du auch. Ah, keine Chance, ey. Dann habt ihr wenigstens ein paar Drifts. Mehr kann er nicht mehr. Vielleicht kriegen wir noch einen Reifenplatzer. Ich weiß nicht, ob das sich inzwischen schon geht. Kolbenringe sind beschädigt. Aber der Motor ist auch scheiße heiß. Ah, guckt euch das an. Drift King, ne? Kopfdichtung ist schon mal Schrott. Oh ja, man hört's. Komm, Motor, gib alles. Er hat alles gegeben. Komm. Alter, der muss doch mal sterben, ey. Oh yeah. Oh, oh. Ah. Oh. Motor ist aus und startet. Er versucht's, aber ich glaube, der hat's hinter sich. Zu heiß geworden. Boah. Ups. Nix mehr drinne. Okay. Und dann nehmen wir das nächste Auto. Mal sehen, was es hier gibt. Nehmen wir denn Feines? Hat ja auch Bock, das kleine Ding hier. Natürlich in der besser ausgestatteten Variante. Hier, als Rallye-Auto. Wir probieren es aus. Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Das ist eher so ein Motor. So ein Motor vom Motorrad, ne? Alter. Hört sich geil an. Auf geht's. Mal sehen, was passiert. Der geht gut ab, Leute. Der geht gut ab. Ah, der kriegt Überdrehungsrisiko, glaube ich mal eher. Überdrehungsschaden, ja. Ah! Oh nein! Motor ist gestorben. Aber er hat es noch geschafft. Oh, wie fies! Der könnte jetzt noch fahren. Oh oh. Ja. Ah. Wird er auf den Kopf gehen? Oder nicht? Das ist die Frage.
Oh, ich glaube, der geht in die Bande, oder? Ja, so ein bisschen, oder? Er muss natürlich anhalten erstmal. Ah, hat sich gut gehalten, aber kaputt. Schade. Macht nichts mehr. Das ist ja traurig. Denn wir brauchen ein Fahrzeug, wo der Motor auch mal was aushält. Was gibt's denn hier? Meint ihr so ein Transporter oder so? Mal sehen. Wir nehmen hier als den da. Der ist doch gut. Oder so ein Krankenwagen, weil die haben doch meistens, dass man hier so ein bisschen mehr Power haben muss. Das ist ein Diesel, würde ich jetzt sagen. Okay, wir probieren's. Wir sehen, was passiert. Oh, die Dinger sind natürlich lahmarschig. Lahmarschiger als lahmarschig. Okay, auf geht's. Ich hoffe nicht, dass wir den Motor jetzt schrotten. Guck mal, der hat genug. Ich sag ja, die Dinger sind schneller. Ja. Und, oh oh, der hatte ordentlich Linksdrall. Sehen, was passiert. Oh, oh. Donk. Zack, okay. Oh oh. Alter, was für Geräusche, hört ihr das? Wenn man unter Wasser irgendwie ist, ein bisschen. Alter, ist der schwer. Der ist echt schwer, aber stabil, Leute, aber stabil. Ups, na. Ich glaube. Ah, bremst der noch rechtzeitig? Alter, die Bremsen werden heiß, seht ihr das? Aber ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Ohne jetzt eine großartige Beschädigung zu haben, oder? Also, der ist doch noch in Ordnung. Guckt euch das an. Das war 1A. Hey, die Bremsen sind jetzt heiß geworden. Ja, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Die Bremsen sind echt scheiße heiß geworden. Aber die kühlen auch, glaube ich, noch ein bisschen ab. Aber kommt. Hat doch nichts. Das heißt, wenn wir jetzt rausfinden, wie wir hier rauskommen und da hoch, könnt ihr doch glatt noch eine Runde fahren, oder? Mal sehen. Aber ich kenne das Ding hier natürlich noch nicht. Der hat das gut ausgehalten. Also, wenn man Not am Mann ist, ne? Das Ding schafft das locker. Mal sehen. Dann fahren wir jetzt mal rüber. Also ich würde sagen, Alter, Getriebe ist Schrott, ne? Das merkst du auch. Jetzt müssen wir da runter wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Ist hier überhaupt was? Außer eine kaputte Wand? Fahr mal vorsichtig gegen. Vielleicht ist das ja so ein Portal oder sowas. Ein Portal haben wir rausgefunden. Ja. Die Frage ist jetzt... Ui. Natürlich. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist noch eine Frage. Wie gesagt, ich habe mich damit noch gar nicht so... Oh oh. War gar nicht mein Plan jetzt. Dass der hier festhängt. Wie kriegen wir ihn hoch? Naja. Scheiß auf eine Stoßstange. Ich hängt immer noch fest, okay. Komm, mein Kleiner. Das war eine Tür, das ist natürlich schlecht. Ah. Geschafft. Können natürlich versuchen, vorsichtig und langsam hier hochzufahren. Vielleicht klappt das ja. Nein, klappt nicht. Kann ich weiter versuchen. Gut. Alter, die Bremsen sind fertig, ne? Der hat so gut wie keine Bremskraft mehr. Ey, ey, ey. Da oben kann man doch hoch. Wir gucken mal. Es sei denn... Oh, oh. Ich habe die Bremse, die Lenkung gerade versaut. Wie ihr seht, brauchen wir gar nicht weiterfahren. Ja. So viel dann dazu. Ich will ihn nicht so sterben lassen. Das ist ja Quatsch. Komm, der geht schwimmen, wollte ich gerade sagen. Aber es ist ja auch wieder eine Treppe. Alles.
Klar. Ja, das Rad hat es natürlich noch. Alter. Okay. Also ich habe es mir jetzt anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja. Die Lenkung ist jetzt natürlich noch mehr Mist wie vorher schon. Aber was soll's? Ging das alles hin? Weiß, bin jetzt im Gegenverkehr, aber auch das ist völlig Wurst. Wir gucken, wie man da wieder hochkommt. Das ist die wichtigste Frage eigentlich. Wie komme ich jetzt hier hoch? Alter, der schafft jetzt gar keine Geschwindigkeit mehr, ne? Alter, okay, Leute. Es verdirbt uns nur den Spaß, wenn wir jetzt hier doof rumfahren. Aber er war stabil. Hier so ein Dunkicker. ST2 Stadium, Spex. Nimm den. So. Sehen, was passiert. Oh. Und Abgas. Oh. Ja, das Ding hat Bock, wie ihr seht. Richtig viel Bock. Oh. Ja. Den kann man nicht halten. Ehrlich nicht. Ah, schade. Schade, den konnte ich nicht halten. Ja, der fällt jetzt so die runter, wa? Oh, nee. Ah, das war enttäuschend, muss ich sagen. Das war sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Das Ding fährt jetzt auch nie wieder, würde ich mal behaupten. Ab. Ah, da schneller. Alter, das Ding. Kullert sich einen ab, ey. Okay. Alter. Ah, wir sind unten angekommen. Mehr schlecht als recht. Jetzt lassen wir den Motor noch sterben. Das dauert eh nicht lange. Komm, stirb. Ich glaube, das dauert zu lange. Okay. Das Auto war eine schlechte Wahl. Ich hätte gerne was ganz, ganz Altes noch. Hier. Sind auch in getuned, oder? Alter, den gibt's. Ah, das kann ich mir nicht antun. Hier, den nehmen wir. Er ist doch gut. Wie gut ist das denn? Mal sehen, wie der sich anhört. Oh. Böse. Ich das an, Alter. Oh. Hat mehr Power als erwartet. Auf geht's. Eieiei. Er geht ab. Oh, ich sehe das Übel. Seht ihr es auch? Ich denke. Schade. Warte, ich mache ihn aus. Zack. Und Handbremse. Oh. Oh, Kühlerschrott. Ah. Okay. Leute. Ups, falsche Taste wie immer. Wisst ihr, Fettfinger und so weiter. Ich habe Handbremse drin, ne? Das sollte und, eigentlich. Ah, nein, boah. Ich denke, das ist ach, du Scheiße. Was war komm, denn das, ABS, ey? Was? Alter. Aber er hat überlebt. Hat irgendwie überlebt. Aber so verzogen, der fährt leider nicht mehr. Schade. Komm. Ein Fahrzeug machen wir noch. Ich würde es witzig finden, wenn wir. Ich habe ihn schon gefunden. Da. Als Hero. Komm, er ist ein Hero. Oh yeah.
Auf geht's. Hatte Bock, er hatte Bock. Auf geht's. Oh. Naja, seht ihr, er ist ein Hero. Also der hat wahrscheinlich auch so eine Düsen, die ich jetzt nicht weiß, wie sie funktionieren. Aber was soll's. Nicht so schlimm. Okay. Motor hat Überdrehungsrisiko gehabt. Ah, wenn der jetzt so aufkommt, könnte der noch überleben. Ah, kommt schief. Er kommt schief. Oh oh. Ah. Ah, hat's überlebt. Ich möchte jetzt natürlich versuchen, dass der jetzt am Leben bleibt. Auch vom Motor her. Beschädigt, selbstverständlich. War jetzt geschafft. Oh, ist ausgegangen. Oh, komm, mein Kleiner. Was ist denn nun los? Er lief doch. Was ist denn nun? Hat der Motor keinen Bock mehr. Hat keinen Bock mehr, oder was? Oh. Aber er läuft. Ja. Hey, warum gehst du aus? Bist du verrückt? Komm jetzt. Komm, mein Kleiner. Oh, da ist der Chat. Oh oh. Das war nicht mein Plan. Scheiße. Okay, Wasserschlag hat er jetzt. Ja, okay. Warte, das müssen wir jetzt nochmal ausprobieren. Ah? Und voll frei. Oh. Mit Jet. Oh, das war gar nicht mein Plan. Warte, Scheiße. Alter, der Motor. Ups. Und, boah. Ach, du Scheiße. Was war denn das, ey? Oh, wie gut ist das denn bitte gewesen? Ach du Scheiße. Oh Scheiße. Das habe ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sein. Okay, das können wir heute gar nicht mehr toppen, muss ich sagen. Schön. Lass doch ein Abo, Daumen da. Oh, Daumen da. Auch nicht schlecht. Lasst ein Abo da, Daumen da. Wenn ihr mögt, müsst ihr natürlich nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.